Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel. Liebe Fußballfans, willkommen hier in der HDI Arena. Wollfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir freuen uns heute auf das letzte Platzierungsspiel aus dem Division Rivals Modus. Könnte eine packende Partie werden, Buschi. Heute also das letzte. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Neymar muss es machen. Da ist das Tor, der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, machen Sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Daniel James. Pereira. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Adama. Frenkie de Jong. Und nun Miranda. Andrea Pirlo. Iniesta. Morata. Jetzt könnte es gefährlich werden. Andres Iniesta. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Also die Aktion vor einigen Sekunden, den müssen sie machen. Dann sind sie wieder drin in dieser Partie. Iniesta. Ist es das jetzt? Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt der Eckball. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball. Viel zu ungefährlich. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Gutes Tackling auf außen. Fabinho geht dazwischen. Jetzt spielen die Gäste verstärkt auf Abseits. Mal sehen, ob die Verteidiger das konsequent umsetzen können. Die Chance für Neymar. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Die kurze Variante. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Jetzt ist er durch. Jetzt der Ballverlust. Ronaldinho. Roberto Firmino. Gutes Anspiel. Pirlo ist das. Neymar am Ball. Und Firmino. Morata. Kann er was draus machen? Die Flanke jetzt auf Morata. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Wird's jetzt gefährlich? Adama. Da können sie jetzt flanken. Gute Aktion jetzt. Der Ball kommt. Fällt das Tor doch noch? Ah, der Ball ist noch im Spiel. Firmino jetzt. Riesenchance. Sie stehen unter Druck. Aber der Keeper macht einen super Job. Stark, das war's mit der Chance. Verdi. Pereira. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Morata. Flanke jetzt.
Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Andreas Pereira, der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Ein super Tor, Buschi. Dazu musst du den Ball erstmal erwischen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Iniesta, super Pass. Oh, viel Platz jetzt. Alisson hält, bald ist noch im Spiel. Und da geht der Torwart entschlossen raus und holt sich den Ball. Ja, und da hat er sich vielleicht ein klein wenig zu weit vorgelegt. Das hat dann gereicht für den Torhüter. Sieht vielversprechend aus. Er kann ihn reinbringen. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Oh, das könnte was werden. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Da hat der Ausgleich nicht lange Bestand gehabt. Wir haben das nächste Tor. Die erneute Führung der Gäste. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie noch einmal zurückkommen können. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Super Pass. Simone Verdi. Jetzt suchen sie Iniesta. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Neymar. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Simone Verdi. So, was machen sie draus? Und die Flanke. Keine gute Hereingabe, Ballverlust. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das ist jetzt eine Chance. Die Riesenchance. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen. Ich glaube, den kann er gar nicht mehr verschießen. Er wäre zumindest schwierig geworden, aber er nutzt die Chance, die auch einfach zu verwenden. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Nicht gut verteidigt gegen Neymar. Der Brasilianer geht vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt Neymar. Neymar, ja, vielversprechend. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Neymar schießt! Oh, das sah vielversprechend aus. Er kann abwehren, aber der Ball, der Pass, stark gemacht. Bei ihm geht heute alles. Er steht jetzt bei 3 Toren. Ah, ist das bitter für den Keeper hier. Den ersten hat er schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Und dann ist das Ding natürlich... Und zur Pause können wir uns als neutrale Zuschauer über Tormangel nicht beschweren. Es steht 4:1. Neymar, klasse heute. Den kann fast nichts aufhalten. Er treibt sich immer wieder aus dem Mittelfeld an. Das ist ein klasse Auftritt. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Ja, mit viel Übersicht. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Roberto Firmino trifft. Er ist einfach ein überragender Spieler. Und hier hat man es wieder gesehen. Gut gemacht.
Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Nochmal, kurzer Blick aufs Tor, klasse Hereingabe, Buschi. Ja, und auch der Abschluss kann sich sehen lassen. Kannst du kaum verteidigen. Fairer Einsatz hier. Klasse Zuspiel. Fahne ist oben, da ist er etwas zu früh losgelaufen. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Er sollte die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. Schönes Tackling und den Ball erobert. Und da ist der Ball wieder weg. Fabinho. Er lässt den Gegner stehen. Macht er gut. Stark verteidigt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Firmino. Da wäre Platz auf außen. Fängt diesen Ball ab. Guter Vorstoß, kann was werden. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Roberto Firmino. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, könnte was werden. Jetzt ist der Platz da. Phänomenal, ohne Worte. Das Tor durch Ronaldinho. Und so kennen wir ihn, so lieben ihn die Fußballfans in aller Welt. Er hat diesen Torriecher und das hat er über viele, viele Jahre gezeigt. Und jetzt liegen sie noch deutlicher zurück und der Torhüter ist daran nicht ganz unschuldig. Er hat heute wirklich nicht seinen besten Tag. Vielleicht könnte ihn der Trainer sogar erlösen. Sie liegen deutlich vorn. Ja, der nächste tolle Pass. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Sie verlieren den Ball. Nur Firmino. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Firmino. Fabinho. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Da ist das Tor, super platziert, in den Winkel. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Schwache Aktion, Ballverlust. Ronaldinho. Roberto, der Steilpass, gefährlich, Firmino. Und das war knapp, aber es war abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden, abseits. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Iniesta. Ronaldinho zieht ab, macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Die Ecke kommt rein. Ja, das können sie natürlich besser. Gibt Abschluss. Das wird Abschluss geben jetzt. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi.
Ja, Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Weiter gefährlich hier. Matteo Politano. Klasse Pass! Jetzt vielleicht. Alisson hält. Ball ist noch im Spiel. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Firmino. Der Steilpass, gefährlich. Firmino. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Jetzt der Eckball. Ball kommt nicht an. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit Recht. Sie haben die Szene überstanden, aber das war richtig gefährlich. Konnten gerade noch so auf der Linie klären, da wäre das Tor fast gefallen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Andrés Iniesta. Nelson Semedo. Neymar, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Fabinho. Da ist der Ball drin. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir nochmal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Okay, das war's für ihn. Der Trainer erlöst ihn und nimmt ihn aus der Partie. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung, diese Auswechslung. Sie verlieren den Ball. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Iniesta. Schönes Zuspiel. Ronaldinho. Roberto Firmino. Und jetzt die Chance. Da ist er drin, ein tolles Tor. Er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Den Spielverlauf konnte man heute dann doch so erwarten. Ja, sie liegen klar vorn und das natürlich vollkommen verdient. Toller Pass. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Drei Minuten sind's noch. Ballverlust, Fabinho. Ronaldinho. Er gibt Freistoß, klar. Keine optimale Distanz, aber wir gucken mal auf Neymar. Ich traue dem zu, dass er es direkt versucht. Gute Aktion. Neymar. Fabinho am Ball. Der Ballverlust. Jetzt vielleicht. Ronaldinho und Firmino. Das macht er gut. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war's. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren.